Servus Leute und willkommen bei F1 2014 und wie ihr es vielleicht schon an meiner Anmod gehört habt, das Land steht Kopf, denn wir haben unser Heimrennen in Deutschland auf dem Hockenheimring. Ja, das kann ja was werden und dazu gibt es die volle Dröhnung. Nicht nur das Training, nicht nur das Qualifying. Na, sollten wir das Rennen zeigen? Ja, na klar zeigen wir das Rennen. Wir haben wieder etwas für Forschung und Entwicklung zu tun. Das schauen wir uns an. Es soll nämlich der Bremstest sein. Oh, 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 hohe Erwartungen. Ja, hier steht auch was in Sachen Bremsen und das klingt ja schon mal ganz gut. Und hier, unser Teil ist wieder da. Ist auch der mechanische Grip wieder zurück. Motorenverschleiß, Stabilität Vorderachse, Motorenverschleiß, mechanischer Grip. Keine Ahnung, wo dieser wieder herkommt. Und wir haben natürlich was weiteres zu erledigen. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich habe es ja schon angesprochen in der letzten Folge. Wir haben ausgeglichen. Jetzt steht auch da in dem, ja, in der Maske im Menü, dass wir mit Adrian Sutil gleichrangig sind. Mal schauen, was sich da noch alles tut. Wir haben ihn im Rennen wieder überflügelt. Podium, na klar, hat noch keiner von uns. Wir haben erst zweimal im Gegensatz zu siebenmal Adrian Sutil im Qualifying besiegt. 1:8 schnellste Runden ist natürlich auch nicht so das Wahre. Und WM-Punkte haben wir deutlich mehr, denn Adrian hat noch 0. 0. Naja, das kann sich natürlich auch noch ändern. Ja, wunderbar. Wir haben die härteren Reifen mit den Soft und die weicheren Reifen mit Supersoft. Klingt schon mal sehr gut. Ich möchte aber erst einmal mein Setup laden. Habe ich noch gar nicht gemacht. Beinahe wäre ich ohne rausgegangen. Jupp, das passt. Gut, dann werde ich mich jetzt einfach mal schnell einfahren. Wir haben die weiche Rennreifen drauf, um einfach mal den Kurs wieder hier in F1 2014, was heißt eigentlich wieder, ich habe bloß 3 Runden gefahren, einfach mal näher zu bringen. Vor allen Dingen, ich habe es schon oft erwähnt, in Sachen, wow, ein Marussia von Jules Bianchi. Wie ich überhaupt zu schalten habe, das muss ich noch herausbekommen. Also Optimum ist es noch nicht, so wie ich hier fahre, aber mal schauen. Vielleicht wird es ja jetzt hier im freien Training. Hockenheim, auch wenn es nicht mehr die alte Strecke ist, die durch den Wald führt, macht mir auch immer noch eine Menge Spaß, eine Menge Freude, schön zu fahren. Auch wenn ich sagen muss, ja, die alte Strecke durch den Wald hat mir einfach irgendwie besser gefallen. Aber naja. Ja, es wird auch immer schwieriger, den Wagen vorab abzustimmen. Denn wir sehen ja, wir haben ja schon 4 Entwicklungsstufen. Gut, 2 sind ja bloß in Sachen Motorenverschleiß. Aber ansonsten jetzt Stabilität Vorderachse und mechanischer Grip. Das ändert natürlich das Fahrverhalten, deswegen müsste ich mein Setup auch das ein oder andere Mal anpassen. Ich denke, ich fahre so weiterhin meine 20, 25 Minuten. Das war viel zu spät gebremst. Oder was ich einfach vorhabe und danach die restlichen ja 20 Minuten werde ich dann einfach offline, also nicht auf Video, dafür nutzen, um mein Auto speziell abzustimmen. Ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Oder wollt ihr unbedingt sehen, wie ich meinen Wagen abstimme, dann wird das Freitraining wohl etwas länger dauern, aber darum schere ich mich eigentlich nicht so. Aber ich werde mal schauen, wie ich es machen werde. Aber ihr könnt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Sofern hier einer, whoop, wieder zu scheiße gefahren. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Kieselsteinchen aufgesammelt. Die nehmen wir jetzt noch bis weit hinter die erste Kurve mit. Das kann ich jetzt schon sagen. Der Dreck haftet in F1 2014 viel länger am Reifen. Also haben wir viel länger Dreck am Stecken. Jetzt sind wir wieder hier im Motorhome. Sieht toll aus, diese Stadionatmosphäre, wenn überall die Tribünen sind und dann auch noch so gut gefüllt. Ich hoffe, die kommen alle nur wegen uns hier. Ja, jetzt sind die Reifen wieder halbwegs sauber. Mit unserem Sauber. Diese Wortspielchen, die sich da immer ergeben. Ich schätze mal, ich werde diese Runde noch fahren und dann rein in die Box, um einfach Forschung und Entwicklung anzugehen. Ein Bremstest. Mal schauen, ob der auch was in Sachen Bremswirkung für uns übrig hat. Mal schauen. Daniel Kvyat ist auf Platz 1 aktuell. Gut. Ah, da bin ich etwas zu schnell in die Kurve gefahren.
Da haben die Reifen ordentlich gequetscht. Ja, wieder total verpasst. Komisch, jetzt zum dritten Mal in Folge. Jetzt habe ich hier ordentlich Zeit liegen gelassen. Das sollte mir später im Qualifying und im Rennen nicht passieren. So, mal schauen, was die Uhr für uns übrig hat. Ein Platz. Nicht toll. Noch nicht. Oh, wow, 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 wow. Gibt es jetzt eine Strafe? Ich habe den gar nicht kommen sehen. Mal schauen, ob wir jetzt noch eine Strafe bekommen. Ich lasse ihn erstmal vorbei. Das will ich jetzt noch aufgelöst haben. Einschränkung Überholverbot. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe allerdings ehrlich gesagt auch gar nicht in den Rückspiegel geguckt. Wenn das die KI gemacht hätte, ich hätte mich sowas von aufgeregt. Also, wir können wirklich von Glück reden, dass wir hier keine Strafe bekommen haben. Okay, wir haben jetzt nichts bekommen. Ihr habt es ja mitgesehen. Dann gehen wir mal in die Garage. Oh, 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 ein Lotus. War das Grosjean, den ich da ganz schön, ja, im Weg gestanden habe? Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Ja, ja, ja. Das wissen wir schon. Bleibe über 3 Runden während höchstens... Während höchstens 86,9% einer Runde auf der Bremse. Naja, das während hätten sie auch hinter die Prozentzahlen setzen können. So sorgt es eigentlich nur für mehr Konfusion und verbessert die Bremswirkung um 5%. Mal schauen, ob das auch wirklich dann nach dem Test auch wirklich so auf unserem Bildschirm steht. Also Tilo auf Platz 3, wir müssen 3 Runden fahren, haben wieder Verkehr vor uns, diesmal nicht Jill Bianchi, sondern Max Chilton. Okay, also wer bremst, verliert, so ganz nach dem Motto, möchte unser Renningenieur der Mark verklickern. Na mal schauen, zur Not kann ich ja einfach durch die Kurven rollen oder einfach anrollen, wenn das denn die Zeit hergibt. Zielzeit 1,25. Was sind wir eigentlich nochmal gefahren? 1,23? Aktuell sind wir im roten Bereich gewesen. Natürlich, jetzt kommt erst die Gerade, da sammeln wir wieder ein paar Prozente. Aber wir müssen hier alle 3 Runden in der Zielzeit behalten. Etwas zu spät gebremst. Immer noch grüner Bereich, so habe ich das ja mit im Auge, aber ich schaue jetzt nicht die ganze Zeit auf die Anzeige. Aktuell 4% sind wir über dem Soll. Hier kann ich mal durchrollen. Diesmal habe ich es auch ganz gut erwischt, diese Kurve. Aber immer noch nicht optimal. Also da geht noch einiges mehr. Also die Runde kein Problem. 90% und wir bremsen hier nicht mehr, wenn wir nicht mit dem Heck ausbrechen sollten. Wir behindern da auch ordentlich jemanden. Na, hier eher abgekürzt. Jetzt sind wir wieder mal ganz kurz in den roten Bereich gerutscht, aber das sollte kein Problem sein. Das schaffen wir schon. Aktuell sind wir 16. hinter Jill Bianchi und vor Max Chilton. Ein Marussia-Sandwich. Na, hier habe ich mich etwas zu weit raustragen lassen. Aber aktuell schaue ich auch eher, dass ich mit der Bremse hinkomme, aber das sollte, wie gesagt, keine großen Sorgen bereiten. Die Kurve könnte ganz interessant werden in Sachen Reifenverschleiß, weil da drehen wir die Reifen noch am ehesten durch. Und wir halten einen Mercedes auf. Na nu, na nu.
Na, abgekürzt. Jetzt fährt der Mercedes wohl oder übel vorbei. Wir liegen noch 3 Sekunden gut in der Zeit. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt keinen Bock leisten, dann haben wir das auch erfüllt. So extrem anspruchsvoll sind die Ziele dann nun auch wieder nicht. Ah, diesmal schon deutlich besser, wollte ich schon sagen. Und dann bricht der Heck auch noch aus. Aber jetzt wird der Mercedes davon aufgehalten und wir womöglich dann auch noch. Na, das schauen wir uns mal an. Aus der Nähe. Hallo, was macht ihr denn hier, ihr Hübschen? Na, die sind sich noch nicht so ganz einig, was sie da vorne machen wollen. Na, schneller geht's hier doch noch, aber war schon ganz gut. Hinter uns drückt auch jemand, ein Williams, wie ich es gerade mal kurz im Rückspiegel erblicken konnte. Ja, etwas zu weit rausgekommen, gerade so noch den Randstein erwischt, ansonsten wäre es abseits der Strecke gewesen. So, Ziel erfüllt. An der Kurve verliere ich noch recht viel Zeit. Läuft noch nicht so optimal, da bremse ich einfach zu viel oder ja, ich komme einfach noch nicht ganz gut rum. Ich werde mal kurz wieder an die Box gehen, schauen, was uns da gesagt wird. Vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Zeiten werfen. Wir sind ja hinter... Ja, wo ist eigentlich Adrian Sutil? Ganz besonders! Ja, das machen wir natürlich. Wir schauen nochmal kurz. Ja, gefällt mir noch nicht so ganz. Lotus ist auch wieder recht stark, also die sind wieder ja zum Teil vor uns, zum Teil hinter uns. Das war ja in Österreich. Ja, in Österreich haben sie mit Maldonado die ersten Punkte geholt. Davor hatten wir sie eigentlich immer komplett im Griff, aber die haben wohl etwas aufgeholt. Die ärgern uns doch mehr. Na gut, dann werde ich nochmal kurz auf die Reifen schauen, was die so sagen. Ja, 81% geht ja eigentlich noch. Deswegen werden wir auch weiter mit den Pneus fahren. Will ich noch irgendwas ändern? Bin eigentlich soweit zufrieden. Ich möchte jetzt einfach nochmal die Strecke etwas kennenlernen. Ja, das Rennwochenende wird auch insofern interessant, denn wir hatten ja in Silverstone zum einen die Entscheidung Fahrerstatus. Ja. Und jetzt heißt es nämlich, ja, jetzt die Frage, im nächsten Rennen könnten wir für einen anderen Rennstall fahren. Mal schauen, bei Sauber werden wir mit Sicherheit nicht rausgeschmissen werden, denn wir haben ja die Punkte Gold. Das gibt es auch im Spiel nicht, dass man da mitten während der Saison rausgeschmissen werden kann. Und mal schauen, was für Angebote da so reinflattern. Ich lasse mich da einfach mal überraschen und mal schauen, was wir dann ab Ungarn so fahren werden. Das habe ich jetzt hier eigentlich runtergeschalten, war totaler Quatsch und auch deutlich zu langsam. Ja, ganze 6 Zehntel schon hinten dran. Na, dafür können wir halt einfach den Rest der Strecke jetzt nochmal uns näher bringen, etwas üben. Ja, die Reifen werden wieder kalt. Zu schnell. Aber jetzt haben wir soweit die Strecke ganz für uns alleine. Schaut mal auf die Minimap. Na, da kommt jetzt einer an. Aber ansonsten sehr, sehr ruhig hier. Wenn wir uns einfach konzentrieren, dann kriegen wir auch die halbe Sekunde auf Adrian Sutil hin. Das sollte kein Problem sein. Aber hier im Training quatsche ich einfach noch eher, um einfach was zu erzählen. Was ich vielleicht im Rennen nicht so mache, wenn ich mich da konzentriere oder wenn ich irgendwas ansprechen will. Dann nutze ich einfach immer das Training, weil so wichtig ist das nun auch nicht. Oh. Ja, jetzt habe ich es vorhin mal angesprochen. Hier kommt man gerne mal zu weit raus. Ist mir jetzt wieder fahren und damit ist auch die nächste Runde ziemlich im Eimer, denn hier komme ich jetzt nicht so schnell auf die Startzielgerade. In den Sektoren 1 und 2 bist du nur einen Tick zu langsam, aber in Sektor 3 verlierst du richtig viel Zeit. Ja, kein Wunder, da haben wir uns auch gerade mal in das Kiesbett gelegt.
Aber nur 3,5 Zehntel, das geht eigentlich noch. Mal schauen, die Zeit werden wir vielleicht im zweiten oder dritten Sektor finden. Wir schauen einfach mal. Die Kurve hier kann man auch unterschiedlich angehen. Ihr habt es vielleicht gerade gemerkt. Ich habe die Kurve angefahren und sehr, sehr spät runtergeschalten. Dadurch bremst der Motor noch verstärkt mit. Nächste Kurve. Ich weiß da noch nicht ganz, wie ich da so anbremse, was die bessere Option ist. Einfach ganz normal, wie man es für gewöhnlich macht mit dem Runterschalten. Oder hier einfach den Motor mitbremsen lässt. Muss ich einfach noch schauen. Hier habe ich wieder geschalten, aber nur 91.000stel hinten dran. Also man sieht schon, ich bin auch hier nicht optimal gefahren. Habe aber ordentlich Zeit gut gemacht. Dann gehen wir einfach nochmal die nächste Runde ernst an. Machen wir ja sonst nicht. Na, etwas mehr kann ich noch an der Stelle. Ah, eine Zehntel. Eine Zehntel hinten dran. Das ist auf jeden Fall aufzuholen. Ja, klappt gar nicht so schlecht. Ich werde einfach noch etwas probieren, einfach so runterschalten oder einfach anders. Deswegen mag ich so das Schalten, nicht nur weil es einfach Spaß macht, sondern weil man damit auch noch taktisch fahren kann. Vier Zehntel schneller. Ah, in die Wiese gekommen. Nicht so günstig. Ah, etwas im Dreck. Das hat uns die Runde jetzt zerstört. Aber ich hänge nochmal eine dran. Eine Verbesserung wird es soweit nicht. Na, das war jetzt zu weit. In der letzten Runde zu wenig oder etwas zu wenig. Und jetzt deutlich zu weit. Ein Ferrari möchte uns hier ein klein wenig behindern, möchte ich sagen. Ja, das wären so 3 Zehntel langsamer wären, Minimum. Oh nein. Deutlich falsch eingeschätzt. Naja. Dann werde ich jetzt die Runde nochmal fahren. Mal anders jetzt hier anbremsen. Muss ich einfach nochmal etwas probieren. Aber ich schätze, mit der Variante recht spät runterschalten fahre ich ja auch gar nicht so schlecht. Vermittelt mir zumindest ein gutes Gefühl. Deine Runden sind langsamer als Adrian. Aber alleine in dem zweiten Sektor wieder 4 Zehntel aufgeholt. Also hier ist noch eine richtig gute Zeit drin, sofern wir das denn hier auch ganz gut fahren. Da bin ich doch ziemlich optimistisch für das Qualifying, auch wenn da die KI nochmal anziehen wird. Deswegen fahre ich jetzt hier einfach mal rein. Das war also das freie Training hier beim Heimrennen. Die Aktion mit dem Lotus, ich glaube, das war Maldonado, wie ich es nochmal jetzt hier in der Bearbeitung gesehen habe. Zumindest hat das der Helm mir so gesagt. Maldonado hat doch diesen hellen Streifen am Visier, das müsste wirklich Maldonado gewesen sein. Nochmal dazu, die Strafe wäre für mich verdienter gewesen, aber naja, lassen wir das mal liegen. Ich bin ganz knapp ein paar Tausendstel noch vor Adrian Sutil gekommen, als ich noch etwas gefahren bin. Reifen nur bei 55% gehabt am Ende und ich habe nochmal den Motor gewechselt. Damit sollten wir ganz gut aufgestellt sein für das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Deutschland. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao, tschüss.